glaube, meine Innereien waren beim Square Dance. Naja, diese alten Transporter wurden nur für Lasten genutzt. Aber ein paar Modifikationen und sie laufen wie geschmiert. Ich habe sie nur sicherheitshalber einzeln hergebeamt für den Fall, dass sie verschmilzen. Oh, was für eine ekelhafte Vorstellung. Hallöchen, ihr habt eben in der Vorschau gesehen, ein bisschen Star Trek. Und wie der Titel schon sagt, man kann nicht glauben, was die Leute alles so wegschmeißen. Nein, es geht nicht um die DVD da mit dem Star Trek, sondern mit was anderem. Ich denke mal, man hat schon mitgekriegt, was es war. Ich krieg's drauf. Ist ja so, ich habe halt keinen Weitwinkel. Es ist ein Beamer. Ein Epson LCD-Projektor. Ein 3-LCD-Beamer halt. Also einer von den guten, wo drei schwarz-weiße LCD-Displays über Prisma und Farbfilter nachher einzeln RGB, die RGB, also in R, G und B, in Rot, Grün und Blau aufgeteilt, das nachher zusammen rauskommt. Full HD. Hat was weiß ich wie viele Funktionen und er funktioniert. Den habe ich so funktionierend am Straßenrand in einem Müllsack gefunden. Dann kann ich den ja nicht gleich liegen lassen, ne? Den muss ich ja dann gleich mitnehmen. Und ich habe auch mal reingeschaut, da geht irgendwo im Menü, ich mache das jetzt hier nicht, das ist ein bisschen schwer, steht da Lampenstunden 2. Zwei Lampenstunden. Ich habe schon reingeguckt, Lampenstunden kann vielleicht hinkommen, weil es ist eventuell schon eine Austauschlampe. Austauschlampe kostet, eBay gesehen, 35 Euro, Amazon so um die 50 Euro oder bis 110 Euro hoch. Das habe ich mir aber schon gedacht, ist ja egal. Das Ding hat seinerzeit wahrscheinlich um die 1000 Euro gekostet. Ich habe es jetzt nicht aktuell zum Kauf gefunden. Bei eBay werden sie gehandelt zwischen 400 und 800 Euro. Und allerdings ist hier eine Sache, man glaube ich kann es schon erkennen. Das war ein Raucher. Das ist ein bisschen gelb. Den werde ich nochmal auseinandernehmen und ein bisschen reinigen. Ich habe eine Sache habe ich hier gemacht. Und das ist der Staubfilter, den habe ich schon mal ausgewaschen, der ist auch noch leicht gelb, aber den habe ich einmal mit heißem Wasser und Seife ein bisschen ausgewaschen. Ups. Ich werde ihn noch sauber machen. Und er funktioniert. Also es hat mich echt überrascht. Ich habe den hier angemacht und kommt ein Bild. Die Lampe Lampenlebenszeit laut Bedienungsanleitung Normalbetrieb sind 4.500 Stunden und im Eco-Betrieb 7.500 Stunden. Also das dauert eine ganze Weile. So oft werde ich den ja nicht nutzen. Die Lampe hat wohl 200 oder 230 Watt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, was ich da genau lesen kann. Ob die 230 Volt 200 Watt bedeutet oder ob das, was auf dem Reflektor direkt draufsteht, 230 Watt-65. Dass das vielleicht 65 Volt sind. Das ist aber 65 Volt ist aber irgendwie ein bisschen wenig für eine Quecksilberdampfentladungslampe, die da drin steckt. Ich kann sie ja mal kurz rausholen. Ist relativ einfach. Ach nee, da wollte ich den anderen. Den da. Relativ einfach rauszuholen. Deckel auf. Zwei Schrauben. Da wird sie einfach rausgezogen. So, und das steht hinten drauf. Ja, die ist auch noch ganz schön warm. Ich versuche mal mit dem Licht. Das ist der Lampentyp. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. So sieht sie von da aus. Hier ist es schon irgendwie gelblich, aber da nicht. Ich weiß gar nicht, wo hier das Luft durchgeht.
Ja, da geht die Luft rein und da geht sie wieder raus. Ich wollte es nur mal kurz zeigen, dass man sowas am Straßenrand in einem Müllsack findet. Und ich habe das Ding sofort eingepackt. Es war mir egal, ob die Leute gucken oder nicht. Oder ob meine bessere Hälfte, die hier neben mir sitzt, sagt, lass das Ding da drinnen, nimm das nicht mit. Lass das so in dem Dreh. Das ist mir dann egal. Ich nehme das mit. Das ist mir scheißegal. Und der funktioniert. Ihr habt es gesehen mit Star Trek. Er hat zwei HDMI-Eingänge, ein PC, also ein VGA-Eingang, ein USB-Anschluss, ein Audio-Out und ein Service-Anschluss. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr der ist, keine Ahnung, aber er kann 3D, Full HD halt. 3D aber nicht so, wie ich das kenne, wo ich die 3D-Brille für habe. Da müsste ich eine Shutter-Brille haben, weil er, wie sage ich das, entweder oben und unten geteilt oder seitlich geteilt anzeigen kann. Die Frequenz ist bei HDMI in 2D 196 Hertz, Wiederholrate oder sowas, und bei 3D waren es 400 oder so. Habe ich jetzt so gelesen. Er hat WLAN, ich kann irgendwie mit WLAN das Ding verbinden. Bluetooth soll auch irgendwie gehen, aber ich habe keine Fernbedienung. Das Ding hat auch einen Fernbedienungsanschluss. Oder für eine Fernbedienung, aber die habe ich nicht. Hier hinten soll angeblich für die Fernbedienung sein. Weiß ich nicht. Ich muss jetzt erstmal meinen PC neu machen, damit ich die hier, die Harmonie, wieder koppeln kann. Der PC findet im Moment keine USB-Geräte. Er kann kein USB-Gerät irgendwie erkennen, so richtig. Nicht, also nichts Neues. Also nicht das, was schon dran war. Das, was schon mal dran war, das erkennt er, aber Neues erkennt er irgendwie nicht mehr. Weiß nicht, was da ist. Da muss ich mal Windows neu machen. Aber das wollte ich euch mal zeigen. Sowas finde ich am Straßenrand und das Ding funktioniert. Er war erst eingestellt auf gespiegeltes Bild. Das hatte das erstmal schon mal sehr schwer gemacht, da überhaupt ins Menü irgendwie durchzufinden. Und das andere Ding war, er stand auf Polnisch. Und dann findet man sich noch gar nicht mehr zurecht. Da musste ich erstmal lange suchen, bis ich da irgendwie zur Spracheinstellung kam und dann Deutsch einstellen konnte. Aber er funktioniert. Ihr habt es gesehen, er war da im Eco-Modus. Aber sowas am. Ich verstehe nicht, wie man sowas einfach auf die am Straßenrand schmeißen kann. Verstehe ich nicht. Kann ich echt nicht glauben. Das hier alles ist hier gelb drauf. Ja, ich bin ja auch Raucher. Aber hier einmal. Das ist ein Feuchttuch. Wohl nicht alles vergilbte wegkriegen, aber im Großen und Ganzen geht es. Im Eco-Modus ist er auch nicht so laut mit dem Lüfter, das geht, aber im normalen Modus, da ist er schon relativ laut, aber da kann ich nichts gegen tun. Das ist der Nachteil von den Dingen, aber ich meckere nicht. Das Ding habe ich gefunden. Da meckere ich nicht mehr großartig rum. Warum sollte ich da noch großartig rummeckern? Vor allen Dingen, wie teuer die Teile sind. Man weiß ja, wie teuer die Teile sind. Gut, das soll es eigentlich gewesen sein. Mehr wollte ich euch nicht zeigen. Sowas finde ich am Straßenrand. Genauso wie den Dörrautomat, den ich ja hier schon gezeigt habe. Auch am Straßenrand gefunden. Es ist Wahnsinn. Ich verstehe die Leute manchmal nicht. Anscheinend haben die Leute noch zu viel Geld. Aber gut für mich. Jetzt habe ich mal einen Beamer. Jetzt kann ich auch mal Film in groß gucken, wenn ich dann das mal irgendwie angebaut kriege. Und meine vernünftige Fläche dafür freigewurstelt habe, dass ich das dann auch gucken kann. Es war jetzt hier nur um an die Decke, an die Raufaser-Dings. Aber das ging. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.